Heute mal ein Video mit drei Anrufern, die man mit einfachen Fragen in Erklärungsnot bringen kann. Ich bin der Callcenter-Crasher und nun kommt das Intro und danach geht's direkt los mit den Anrufen. Viel Spaß! Hallo? Hallo, Herr Hagedich, guten Tag. Guten Tag. David Meyer hier von der Firma CoinProfit. Bezüglich Ihrer Handelskonto rufe ich Sie an, Herr Hagedich. Ja. Herr Hagedich, Sie wollten Ihr Handelskonto aktivieren. Das schon, Was aber es wundert mich gerade, dass Sie auf dem Heiligen Feiertag anrufen. Wo arbeiten Sie ja. denn? Wenn Sie dürfen doch gar nicht arbeiten. Sind Sie in Deutschland? Nee, wir sind nicht in Deutschland. Wir rufen Sie aus London an, Ach so, okay. weil der Hauptsitz befindet sich in London und wir arbeiten für deutschsprachige Kunden. Ah Ja, ja gut, Herr aber dann sollten Hagedich. Sie doch wissen, dass in Deutschland Ostern und ein Feiertag ist. Ja, und was ist daran so schlimm, Herr Naja, Hagedich? an Feiertagen macht man sowas nicht. So, Herr Hagedicht, wir sind ein Online-Unternehmen, ja, und handeln mit Kryptowährungen. Ja. So, Herr Hagedicht, haben Sie überhaupt Erfahrung im Bereich Handel mit Kryptowährungen? Ja, mit dem Handel allgemein schon, ja. Ja, das heißt, Sie öffnen die Position und schließen die Position selber, ja, wie es aussieht. Nee, wie gesagt, mit Krypto habe ich noch nicht, habe ich ja gesagt. Ah, das heißt, Sie haben noch keine Erfahrung mit Kryptowährungen. Ja, Richtig. so. So, Herr Hagedicht, und wir haben auf der Plattform ein System integriert, MetaTrader 5. Ja, das ist ein System, der wo auf dem Finanzmarkt über 6.000 Kryptowährungen scannt, analysiert, kauft und verkauft. Ja, und das vollautomatisch. Das heißt, er öffnet die Positionen und schließt die Positionen vollautomatisch. Oh, da Ja. hat sich aber einiges geändert am MetaTrader 5. Soweit ich weiß, muss man bei MetaTrader 4 und 5 die Positionen auch selber öffnen. Nee, das heißt, von Ihrem Handelskonto können Sie selbstverständlich selber die Position öffnen und schließen. Richtig. Dafür Ja, aber brauchen der Sie, da, MetaTrader macht ja. das doch nicht automatisch, dass der Handelskonten oder Positionen öffnet. So, Herr Hagedicht, hinter dem System arbeiten erfahrene Broker, ja, Also ist es hinter doch dem kein System automatisches MetaTrader. System, sondern Das die Broker öffnen die ist, Positionen. das heißt, es ist vollautomatisch, das heißt, hinter dem System arbeiten, wie gesagt, Broker. Ja, das ist für Leute, die keine Erfahrung haben im Bereich Handel mit Kryptowährungen. Ja, deswegen handeln unsere Broker für die Kunden. Ja, Ja gut, so. aber Augenblick mal. Sie haben gesagt, Ja, das ist ein automatisches System. Das ist ja, vollautomatisch, das, genau. ja, das ist ja da nicht vollautomatisch, weil der MetaTrader öffnet die Position ja nicht selbstständig. Er öffnet selbstständig. Das Nee, heißt, hinter dem System arbeiten. das wäre Das mir heißt, neu, dass der MetaTrader an sich die Position selbstständig öffnet. Der schließt sie, aber er kann sie ja. nicht öffnen. Das heißt, wir öffnen für Sie und Ja, schließen die dann ist es. Position. So Ja, arbeitet das System mit der Trader 5. hallo, hallo. Ja. Wenn Ihre Broker die Positionen öffnen und der Ja. MetaTrader sie schließt, dann ist es ja kein Ja. vollautomatisches System. Das heißt, sie werden manuell geöffnet und durch MetaTrader geschlossen. Selbstverständlich, Ja gut, selbstverständlich. Da, dann ist ja. es ja kein vollautomatisches System, wie Sie gesagt haben. Für die Kunden ist es vollautomatisch, da sie keine Erfahrung haben. Ja? Ja, aber das hat. So. Ja, aber wenn es ein MetaTrader ist, wie Sie sagen, dann ist es eben kein vollautomatisches System. Herr Hackedich, so, wenn der Kunde keine Erfahrung hat, ja, schaltet ja das System MetaTrader 5, ja. Und hinter dem MetaTrader 5 System, wie gesagt, arbeiten erfahrene Broker, Ja, die das die ist dann ein Position manuelles MetaTrader 5 angesteuern. ja, so Ja. läuft das System, Ja, Herr gut, Hackedich. aber es ist So, ja, wie gesagt, ist es nicht vollautomatisch. Weil MetaTrader öffnet nicht selber. Aber erzählen Sie mal weiter. So, Herr Hackedich, möchten Sie handeln oder nicht? Ja, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Ja, das heißt, ich versuche Sie seit Tagen zu erreichen, aber Sie sind nicht erreichbar. Ja, das kann ja Ja, durchaus sein. so. Man sitzt ja nicht den ganzen Tag neben Selbstverständlich. dem Telefon. Selbstverständlich. So, Herr Gericht, haben Sie vielleicht Zugang auf das Internet, damit ich Ihnen zeigen kann, unsere Plattform?
Wie heißt denn Ihre Plattform nochmal? Coin Profit. Aha, Augenblick, dann gebe ich das mal ein. Moment. Wie schreibt sich das? Cäsar, Otto, Ingrid, Nordpol, Petra, Roland, Otto, Friedrich, Ida, Theodor. Ja, und wie geht's weiter? Die Top-Level-Domain? Punkt.io. Okay, gut, okay. Das ist Ihre Plattform. Okay, dann muss ich gleich mal gucken. Es öffnet sich gerade nicht so schnell. Aber schauen wir doch mal. Oh. So. Dann schauen wir mal. Und Ihre Firma CoinProfit, ist das eine erfahrene Firma? Sind Sie schon lange am Selbstverständlich. Markt? Wie lange sind Sie denn schon am Markt? Ungefähr seit 2 Jahren. Ah ja, okay. Und Ihr Sitz ist in Großbritannien, richtig? In London, genau. Ah ja, Und gut. arbeiten für deutschsprachige Kunden. Dann haben Sie sicherlich mal die Adresse in London für mich, richtig? Herr Hagedicht, so, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Sind Sie auf unserer Plattform drauf? Nein, bin ich noch nicht. Deswegen frage ich ja erstmal nach der Adresse. Hallo? So, wenn Sie auf unsere Plattform draufkommen, können Sie auch die Adresse nachlesen. Ja, ich bin ja noch nicht auf der Plattform Und drauf. den Deswegen frage ich ja so. in der Zwischenzeit, können Sie mir Ihre Adresse nennen, bitte? So, Sie können ja, wenn Sie auf die Plattform draufgehen Hallo, hören Sie können Sie mich die nicht? Adresse Hören Sie mich und nicht? die Hallo, hallo, Telefonnummer und hallo, ist die alles Leitung so Mögliche. schlecht? Hallo, ich glaube, Ihre Nein, die Leitung ist Leitung ist nicht kaputt. schlecht. Doch, doch, stopp, Verpiss ich dich glaube, einfach mal. ein Betrüger. Hallo? Hallo, guten Morgen. Anna Adams ist am Apparat. Ich grüße Sie und ich melde mich vom Finanzmarkt. Ich bin mit Herrn Jason Reismann. Ja, Jason Reismann, das ist richtig. Ja, Sie haben sich gerade bei uns registriert, bei der Finanzmarkt, und ich bin Ihre Account Managerin und ich muss Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto richtig zu aktivieren, Herr Reismann. Ah ja, ich hatte mich ja auf Ja? mehreren Seiten angemeldet. Welches ist jetzt Ihre? Also, ich bin von Finanzmarkt direkt, also bei uns aus Bitcode-Zahlen. Also der Finanzmarkt, es gibt ja sehr viele Firmen am Ja, Finanzmarkt. die haben viele verschiedene, Und welches genau, ist jetzt, also viele verschiedene Unternehmen arbeiten. welches ist jetzt Ihre Firma, Ja. habe ich gefragt. Also, Finanzmarkt arbeitet mit vielen verschiedenen Plattformen. Das sagte ich bereits. Und welches ist Wenn jetzt Ihre Firma? wir arbeiten mit vielen verschiedenen Unternehmern. Was meinen Sie? Ich verstehe die Frage nicht. Möchten Sie gerade, Sie verstehen von meine welcher Frage nicht, Finanzmarkt denn? Sie verstehen meine Frage nicht, obwohl ich klar und deutlich gefragt habe, welches Ihre Firma ist. Was ist daran nicht zu Ich bin nicht verstehen? direkt. Meinen Sie, wo ist unser Sitzort oder was meinen Sie? Das verstehen Sie nicht. Von welchem meinen Sie? Ich möchte wissen, welches Ihre Firma ist. Meinen Sie, von welcher Frankfurter Oh, Börse melde ich mich an? Von Berliner oder wo? Ich möchte wissen, wie der Name Ihrer Firma ist. Verstehen Sie kein Deutsch? Klarer kann man es doch gar nicht sagen. Hallo. Hallo. Ja, kleinen Moment bitte. Warum? Müssen Sie jetzt rauskriegen, wie Ihre Firma heißt oder was? Hallo, das ist sehr unhöflich. Hallo. Ja. Ja, also eins mal klarzustellen, wenn Sie. Bitcoin Prime heißt das. Bitcoin Prime. Das ist Ihre Firma. Gut, dann geben Sie mir mal bitte Ihre Genau. Webseite. Bitcoin Prime ist Ihre Plattform, richtig? Ich bin, wir arbeiten mit vielen verschiedenen Unternehmern. Das Ja? habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, welches Ihre Firma ist. Verstehen Sie das nicht? Hallo, So, junge kleinen Frau. Moment. Nein, Ich nein, muss jetzt Link ich, na, kopieren. Augenblick mal, Augenblick mal. Also, wenn Sie dauernd das Also Mikrofon, beruhigen Sie sich bitte ganz kurz. hören Sie doch einfach mal Beruhigen zu. Sie sich. Hören Sie jetzt einfach mal zu, ja?
Wenn Sie sich noch einmal stumm schalten, dann lege ich sofort auf. Das ist sehr unhöflich. Ist das soweit angekommen? Aha. Gut. Und wie ist nun Ihre Firma? Wie heißt nun Ihre Firma? Habe ich schon einmal auf Deutsch gesagt, ja? Bitcoin Prime. Okay, dann geben Sie mir mal bitte Ihren die URL Ihrer Firma. Ich werde per E-Mail ein Link senden. Nein. Sie können es mir direkt sagen. Sind Sie nicht dazu in der Lage? Bitte? Sind Sie nicht dazu in der Lage, mir Ihren Firmennamen und Ihre Firmenadresse, Ihre Firmenplattform zu nennen? Also, sagen Sie mir, was wollen Sie ganz genau? Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Sie verstehen es scheinbar nicht. Also, ich möchte gerne. Ich bin Account Manager und ich bin Zustand. Ja. Also, Sie sind noch nicht mal in der Lage. Ja. Er hat aufgelegt. Hallo? Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, grüß Gott, Tobias Kunz, mein Name. Grüße Sie. Herr Reismann, Jason? Ja, ist richtig. Schön, Sie zu erreichen. Entschuldigung, Herr Reismann, für die Störung. Ich werde Sie auch nicht lange aufhalten. Mein Name ist, wie gesagt, Kunz. Melden tue ich mich von der Online-Handelsplattform eToro, in der Hoffnung, dass Ihnen das noch ein Begriff ist. eToro? Genau. Ja, ist richtig. Sie hatten mit jason.reismann@mdc.com E-Mail bezogen auf das automatisierte Handeln oder auch Autotrading genannt, sich erkundigt und informiert. Ich wurde Ihnen zu Ihrem Pech als Account Manager zugeteilt. Wollte in erster Linie zu meinem fragen, Pech? Warum sind Sie ein schlechter Account Manager? Nein, aber damit breche ich manchmal das Eis und bringe die Leute ein bisschen zum Lachen und natürlich auch zu hinterfragen. Das ist ja sehr lustig. Haha. Ja. Okay. Ist denn Ihr Interesse noch bestehend bezüglich des automatisierten Handelns? Ja, grundsätzlich schon. Grundsätzlich schon, okay. Benötigen Sie denn noch Informationen? Ja, das wäre schon mal ganz gut. Ja. Zum Beispiel zur Arbeitsweise, da brauche ich Ihnen nicht viel zu erklären. Es läuft komplett autonom, also die KI übernimmt das Handeln. Herr Reismann, gehandelt wird in allen Bereichen, da setzen wir keine Grenzen von Kryptowährungen, Währungspaare, Rohstoffe, Indizien, Aktien, Futures, Fonds, alles ist dabei. Wichtig ist einfach, dass dann eine Sicherheitsstufe von über 85% ist, damit das Autotrading-System auch den Trade einsetzt. Ja. Die Mindesteinzahlung liegt bei 249 Euro. Mehr geht immer, weniger geht leider nicht. Das automatisierte Handeln oder besser gesagt, das Kapital wird zu 100% fürs Handeln genutzt. Wir als Unternehmen verlangen nur 5% vom reinen Nettogewinn. Abgerechnet wird jeden Freitagabend. Ja, ich hatte mich schon mal bei eToro umgehört. Da haben Sie nichts von, da stand auf der Webseite von eToro nichts von einem Mindestbetrag. Bitte? Ja, kann ich Ihnen auch gerne erläutern, Herr Reismann. Der Mindestbetrag von 250 Euro bezieht sich nur auf das automatisierte Handeln, das Autotrading-System. Ah ja, okay. Genau. Grund dafür ist, kann ich Ihnen auch gerne erklären, das automatisierte Handeln arbeitet niemals mit dem Gesamtkapital in einem Trade. Das heißt, es wird diesbezüglich je nach Sicherheitsstufe des Traders wird da das vom Gesamtkapital nur ein Bruchstück abgezweigt. Der Restbetrag ist diesbezüglich entweder in einem anderen Trade oder ein Teil des Restbetrags und wird auch als Puffer diesbezüglich beibehalten. Und das ist der Grund, wieso eine Einzahlung unter 250 Euro nicht funktioniert. Mhm. Okay. Genau. Vertraglich sind Sie nicht an uns gebunden. Sie haben auch keinerlei Verpflichtung gegenüber uns. Es werden auch keine weiteren Kosten außer diese 5% vom reinen Nettogewinn auf Sie zukommen. Zugriff auf unsere Dienstleistungen haben Sie von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. In der Dienstleistung inbegriffen bin ich, Ihr persönlicher Account Manager, ist der Finanzberater und unsere Finanzabteilung. Abgesehen von dem Autotrading-System natürlich. Ja. Okay, ich
guck mal gerade. eToro war es, muss ich doch einmal eingeben. eToro, genau. Ich kann eToro. Ihnen auch gerne eine E-Mail auf zukommen lassen, wo Sie auch nochmal meine Kontaktdaten und etc. haben. Ja, das wäre doch schon mal ganz schön. Das wäre Ja, doch da haben Sie prima. auch nochmal den Link direkt, genau. War ich denn irgendwo unklar? Gibt es irgendwie Fragen noch? Ja, oh, sicherlich. Kann durchaus sein. Ich müsste dann noch mal gucken. eToro, wo ist denn der Sitz von eToro? Bitte? Wo ist denn der Sitz von eToro? Das ist doch. Von eToro meinen Sie? Ja, das ist doch Ihre Seite, haben Sie gesagt. eToro. Ich habe nicht eToro gesagt. Nein? Was haben Sie Nein. denn gesagt? Ich habe gesagt eToro. eToro. Ach. Genau. Und was ist da dann? Warum? Okay, eToro. Genau. eToro, wenn Sie gerade am Computer sind, können Sie auch gerne eingeben eToro.io. Ach so. Aha, das ist ja seltsam. Okay, dann gehen wir das doch einfach mal ein. Dann machen Sie das mal bitte. eToro.io. Toro. Rum. Punkt. Genau. Gut. Ja, okay. Und eToro, was ist das dann für eine Seite? eToro ist diesbezüglich die Plattform, wo das automatisierte Handeln stattfindet und wo Sie als Kunde die Möglichkeit haben, jederzeit auf das Handeln zurückzugreifen oder besser gesagt schauen und sich informieren, was zum Beispiel wie der Tagesverlauf war. Okay, also eToro kenne ich ja. Seit wann existiert denn Ihre Plattform? Seit 2013. Seit 2013. Genau. Schweizer Unternehmen mit Sitz auch in Österreich, in Deutschland und in England. Ah ja, und eToro, wo ist eToro denn reguliert? In der Schweiz. In der Schweiz. Genau. Ah In der ja. E-Mail haben Sie dann nochmal meine Handelsregisternummer oder Lizenznummer. Können Sie sich das gerne dann auch anschauen. Ja, Kein Problem. habe ich noch keine E-Mail bekommen. Die werde ich noch fertigstellen und zusenden. Also Ja, ich dachte dann. eventuell, dass Sie noch Fragen haben Ja, na, erstmal warte ich und ich auf die denen. E-Mail. Dann kann ich ja dann, was ich da sehe, dann nochmal hinterfragen. Okay, gerne. Dann Sehr gerne sogar. erwarte ich jetzt Dann erstmal Ihre. Ja, super, dann danke ich für das nette nö, Sie Gespräch. können ja dranbleiben. So lange kann das ja nicht Ach dauern, eine E-Mail zu so, senden. nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich dachte eventuell, dass Sie vielleicht zeitlich gebunden sind, deswegen. Nee, ich Okay, hätte Zeit. ich wiederhole nochmal, das war jason.reismann@mdz.email. Richtig. Währenddessen, wenn es okay ist, darf ich fragen, ob Sie in dem Bereich schon mal Erfahrung gesammelt haben oder ist es das erste Mal, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen? Nee, mit Krypto habe ich keinerlei Erfahrung. Mit Krypto. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich direkt verständlich war. Es ist nicht nur mit Krypto. Also das Okay. Handeln findet statt nicht nur im Bereich Kryptowährung, weil da würden wir uns diesbezüglich Grenzen setzen und das wäre dann gewinnmäßig nicht so okay. Kryptowährung, ob Währungspaare, Rohstoffe, Aktien, Indizien, alles da, wo ein Kurs ist. Und wo sich ein Kurs auf und abwärts bewegt, Herr Reismann. Und die Handlungen beinhalten nicht, dass wir irgendwas kaufen oder verkaufen, sondern wir setzen diesbezüglich eine Handlung, einen Trade auf steigenden oder fallenden Kurs ein. Und wenn wir jetzt als Beispiel auf den steigenden Kurs setzen, bedeutet das für Sie zum Beispiel, solange der Kurs steigt, machen Sie mit dem Kapital, das diesbezüglich eingesetzt worden ist, Gewinne. Ja, Das kann man aber auch das heißt anderseitig klassisch, machen. ja, das heißt einen klassischen einen Contract for Difference, CFD. CFDs. Okay, gut. Und als Schweizer Unternehmen, wo sind Sie da reguliert? Bitte? Im Schweizer Handelsregister. Naja, das Handelsregister reguliert ja nicht. Weil ich verstehe jetzt Ihre Frage nicht. Wie reguliert? Ja, also Sie sind doch ein Ach so, Finanzdienstleister. װ     װ││ װ││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 ></││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 př![││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 
Ja, Entschuldigung, jetzt, Entschuldigung. Sie meinen, wie es zum Beispiel in Deutschland die BaFin ist, ist ja in der Schweiz die FINMA, also bei der FINMA, das habe ich jetzt, sorry, vielmals. Ja, okay. Entschuldigung, Gut. das war jetzt mein Fehler. Ich habe da das jetzt nicht richtig verstanden. Naja, gut, okay. Aber dann schauen wir doch mal, warten wir doch erstmal auf die E-Mail. Also noch ist keiner da von Ihnen. Noch ist keine da? Nein. Ich habe die vor 2 Minuten schon rausgeschickt, eigentlich. Nee, noch ist nichts da. Können Sie auch noch mal bitte im Spamfilter nachschauen? Ja, ich sehe jede E-Mail, die reinkommt. Ach so, ah, okay, Entschuldigung. Okay. Und wie gesagt, während wir da auf die E-Mail warten, das automatisierte Handeln, da sagt das Wort eigentlich schon alles, Herr Reismann. Die einzigste Sorge, die Ihnen dann noch bleibt, ist, was ich persönlich immer empfehle, vielleicht jeden Abend oder jeden zweiten Abend kurz für 5 Minuten online gehen und den Tagesverlauf sich anschauen. Ja. Reicht schon. Auszahlungen, auch hier kurz eine Erläuterung, das machen Sie dann direkt auf unserer Plattform. Sie haben drei Möglichkeiten der Auszahlung, auch wie der Einzahlung. Können Sie das über Kreditkarte, Bankverbindung oder Kryptowährung machen. Es ist ganz simpel gehalten. Also jedes Mal, wenn Sie eine Auszahlung beantragen, geben Sie nur die Summe auf den dafür berechtigten Bereich, die Summe ein, die Sie auszahlen möchten. Sollte es per Kreditkarte sein, einfach Namen und Kreditkartennummer eingeben. Sollte es per Bankverbindung sein, Name und IBAN. Und sollte es über Krypto geschehen, einfach nur Ihr Krypto-Wallet eingeben. Und dann wird das Geld auch diesbezüglich ausgezahlt. Bei Kreditkarte und Krypto-Wallet kann es zwischen 15 und 60 Minuten dauern. Per Banküberweisung bis zu 24 Stunden. Ja, nee, ich würde sowas per Banküberweisung machen. Das heißt, Ja. die erste E-Mail ist ja noch nicht da. Jetzt können Sie gleich die zweite noch mal hinterher schicken mit den Bankdaten, dass ich auf Ihr Schweizer Konto überweisen kann. Nur eine Sekunde bitte. Aber wieso kommt die E-Mail jetzt nicht an? Das weiß ich nicht. Ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Moment. So, jetzt schauen wir noch mal. So, jetzt haben wir es. Jetzt ist sie da. Okay, super. Klasse. Zur Bankverbindung oder wollen Sie sich das erstmal durchlesen? Nö, die können Sie mir ja direkt hinterher schicken. Nee, das wollte ich ja kurz erläutern, aber ich dachte, dass Sie lesen und ich wollte Sie da nicht unterbrechen. Bezogen auf Bankverbindungen, kurz nochmal angesprochen, weil ich hatte ja das mit der Auszahlung erwähnt. Egal wie Sie eine Auszahlung oder Einzahlung durchführen, Bankverbindungen oder Kreditkartendaten werden in unserem Unternehmen niemals eingespeichert, Herr Reismann. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie eine Auszahlung anfordern, müssen Sie jedes Mal alles neu eingeben. Na gut, aber noch ist ja, wie gesagt, ich brauche ja erstmal die Nur zur Bankdaten Information. überhaupt. Richtig, korrekt. Ich werde Ihnen jetzt einen Link zukommen lassen, wo Sie diesbezüglich die Seite öffnen, bezüglich der Einzahlung. Sie Da brauchen müssen. mir ja nur eine IBAN schicken im Prinzip. Das Ja, machen wir aber nicht so. warum nicht? Entschuldigung. Warum nicht? Aus Sicherheitsgründen machen wir das nicht so. Was ist daran Jeder. unsicher? Kann ich Ihnen gerne sagen, weil wir diesbezüglich jedem Kunden, der eine Einzahlung oder eine Überweisung tätigen möchte, muss die Bankverbindung selber beantragen mit seinen eigenen Daten. Und deswegen würde ich Ihnen dann den Link zukommen lassen, wo Sie Wieso muss ich diesbezüglich eine Bankverbindung beantragen bei Ihnen? Sie weil wollen. das so geregelt ist. Warum ist das so geregelt? Aus Sicherheitsgründen, Was ist bezogen auf unser Unternehmen diesmal. daran unsicher, mir Bankdaten zu schicken? Herr Reismann, ich bin hier nur ein Account Manager. Ich kann Sie gerne mit einem unserer Investmentberater verbinden, der Ihnen das gerne erklären kann. Ja, Aber dann machen wie Sie das gesagt, bitte. okay, Dankeschön. Der freundliche Kontomanager hat es dann doch vorgezogen, direkt aufzulegen.
Es war dann wohl doch zu gefährlich, Bankdaten per E-Mail zu versenden. Wer genau hingehört hat, der konnte hören, dass er sich mit eToro gemeldet hat und nicht mit eToro. Wieder mal die klassische Masche, mit dem Namen einer legalen und bekannten Firma die Tür zum Kunden zu öffnen. Nach dieser Methode arbeiten inzwischen hunderte von Betrügerfirmen. Also hört genau hin und hinterfragt immer gründlich. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video auf meinem kleinen Kanal. Bleibt aufmerksam. Bis dann. Ade, euer Callcenter-Crasher.